Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Cities XL 2012. Ich weiß gar nicht, ob es eine 2013er, geschweige denn eine 2014er Version von dem Spiel gibt. Soweit ich weiß, hat sich allerdings damals von der 2011er zur 2012er nichts getan. Wirklich nichts. außer die Zahl. Jedenfalls bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Jetzt wurde ja Cities XXL angekündigt, ein neuer Teil, der, glaube ich, nächstes Jahr rauskommt. Und ich habe doch mal wieder Bock drauf auf den Teil. Ist eigentlich echt eine super Sache, ein super Spiel. Das Problem war bloß immer eine ganze Zeit lang, dass wenn die Städte dann irgendwann mal richtig groß wurden, dass man dann auch tierische Probleme bekommen hat, beziehungsweise die Performance da teilweise echt in den Keller gehen konnte. Ist aber nicht so schlimm. Wir starten direkt mal. Und zwar, wenn wir hier auf Spielen klicken, für alle, die dieses Spiel nicht kennen, erkläre ich so ein bisschen nebenbei noch ein paar Sachen. Wir haben hier eine Welt. Das ist eine, keine Originalwelt von uns. Nicht die Erde oder so. Hat zwar auch zwei Polkappen und atmosphärisch alles sieht das recht ähnlich aus. Und zwar gibt es dann hier verschiedene Sachen, diese kleinen Punkte, das sind alle Städte, die könnt ihr anklicken und dann seht ihr erstmal hier unten Öl, Wasser, Nutzland und Tourismus, was da alles so vorherrscht. Ist immer nicht schlecht, wenn ihr zumindest Öl noch mit dabei habt, das ist eine Sache, die kann man später gut verkaufen. Und dann sind das natürlich auch alles verschiedene Typen an irgendwelchen Orten, wie jetzt hier zum Beispiel eher so ein gebirgige Wüstengegend müsste das sein. Eine Halbinsel steht hier zum Beispiel. Also es gibt wirklich viele, viele Orte, wo ihr Städte gründen könnt. Was haben wir denn? Was nehmen wir denn mal? Ich suche gerade mal was raus. Was haben wir hier? Hochgebirgsee? Nö, Hochgebirge habe ich jetzt keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Waldgebiet? Nö. Eisigen Berge auch nicht. Was haben wir hier? Nochmal Hochgebirgsee. Gehen wir mal auf den anderen Kontinent. Hier gibt es ja noch einen. Also ihr seht, es ist eine ganze Menge zur Auswahl. Der große See. Nein, danke. Das Archipel auch nicht. Seenland auch nicht. Mensch, das gibt's doch nicht. Die Halbinsel. Hat von jedem was dabei. Nutzland, Tourismus, Wasser und Öl. Ich glaube, da hatte ich schon mal gespielt. Ich habe das Spiel, als es rauskam, wirklich eine ganze Weile gespielt. Was haben wir hier? Die Flussebenen. Aha. Wo war das hier? Nee, hier unten. Merken wir uns mal. Klingt schon mal nicht so schlecht. Die alten Wasserfälle, auch nicht verkehrt. Nehmen wir das, oder? Nehmen wir das, die alten Wasserfälle. Und zwar kann man dann hier noch auswählen, amerikanische Straßen, englische, französische, deutsche oder Standardstraßen. Wir nehmen natürlich die deutschen Straßen. Ganz simpel nennen wir es ALP Town. Und dann geht's los. Ab ins Spiel. Lädt ganz kurz, geht relativ flott. Hier oben sehen wir es, Bevölkerung, Geld. Alles nichts vorhanden. So. Da haben wir die Welt, in der wir uns befinden. Schade, keine kleine Insel in der Mitte irgendwo. So, und jetzt ist es nämlich so. Bevor ihr hier irgendetwas Gescheites bauen könnt, müsst ihr erstmal eine Verbindung, wie auch schon bei SimCity, zum Kartenrand hinzufügen. Und zwar haben wir da hier unten verschiedene Straßen. Hier so eine kleine Allee und so weiter. Brücken gibt es auch schon ein paar. Müssen allerdings erstmal eine Straße bauen. Also hier gibt es gerade Straßen, Straßen in 8 Richtungen oder eine kurvenförmige Straße. Die können wir direkt mal nehmen. Gibt ja auch Kreisverkehre und normale Straßen. Nochmal, was sind das? Einspurig, eine grasbewachsene. Gibt da echt eine ganze Menge Sachen. Wir wählen das erstmal aus. Das wird nicht direkt gebaut, wenn er da draufklickt, sondern ich nehme jetzt mal eine kurvige. Baue die jetzt erstmal hier so ein bisschen rum und ich starte immer ein bisschen in der Mitte. So ein bisschen ans Wasser ran. Hier noch rein. So, jetzt ist es so, wir sehen rechts oben, es ist noch nichts gebaut, wurde noch kein Geld abgezogen. Man startet grundsätzlich mit 400.000 Credits. Wir nennen es mal Euro. Komm, wir haben
jetzt auch deutsche Straßen gewählt, nennen wir es mal Euro. Baukosten jetzt da rechts oben sehen wir es 7856. Wenn ich jetzt, ich könnte noch weiter bauen, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann wird die Straße auch gebaut und dann ist sie da. Es gibt ziemlich viele Zoom-Stufen, können schön weit rein und schön weit raus zoomen. Das haben wir gebaut, dann geht es auch schon weiter und zwar als allererstes dann natürlich erstmal ein Rathaus bauen. So, dann seht ihr das hier, wird gebaut, der grüne Balken läuft voll und dann ist das Gebäude auch irgendwann fertig. Hier rechts sehen wir es, das haben wir gebaut und das Gebäude braucht ungelernte Arbeitskräfte und qualifizierte Arbeitskräfte. Hat auch Betriebskosten. Die meisten Gebäude haben alle Betriebskosten und das kann später auch richtig teuer werden. Da brauchen wir natürlich auch. Weiter geht es dann in der Grundversorgung und zwar ist das der Technikservice. Da müsst ihr einen von bauen. Am besten, oder ja, ist eigentlich ziemlich wurscht, könnt ihr auch einen Rand der Karte bauen. Glaube ich. Das muss alles bloß irgendwie mit den Straßen verbunden werden. Am besten gleich neben unserem Rathaus. Genau, hier gibt es eine ganze Menge Sachen, Dekoration noch, Terraforming, Sehenswürdigkeiten, Transportwesen, da haben wir die Straßen, da sind jetzt ein paar neue dazugekommen. Hier nochmal so eine olle Feldstraße, also eine Landstraße, eine kleine Landstraße und so weiter. Bonusgebäude, ach Gott, da gibt es auch einiges hier. Unten seht ihr das, Pyramiden und was weiß ich nicht alles, Empire State Building oder was ist das hier? Lexington Avenue. St. Patrick's Dingens, Bums, die Christusstatue, eine ganze Menge. Und jetzt brauchen wir natürlich auch Wohnraum. Da haben wir hier oben den Wohnraum. Die ganzen Leute, die man hier bekommt und braucht, das teilt sich einmal auf in die ungelernten Arbeiter, in die qualifizierten Arbeiter, hier die Führungskräfte und dann noch die Spitzenkräfte. Da gibt es dann jeweils nochmal drei Stufen zu den ungelernten Arbeitern, zum Beispiel die niedrige, mittlere und hohe Dichte. Das beeinflusst dann einfach, wie die Gebäude eng beieinander stehen, also wie viele Personen auf eine Fläche passen. Und wenn ihr das ausgewählt habt, könnt ihr hier unten noch zum Beispiel vorgeben, dass es Vierecke sind, die gebaut werden sollen oder auch parallele Straßen gebaut werden. In sämtlichen Formen, wie ihr euch das möchtet, oder halt einzelne Wohngebäude gehen auch oder linear. Ich nehme immer gerne die freie Form, die hier. Machen wir mal. Das Spiel könnt ihr hier oben auch noch schneller machen und so weiter. Huch, jetzt hatte ich das gerade noch drin. Bauen wir doch mal für die ungelernten Arbeiter. Legen wir einfach mal los. Seht ihr das? Ihr könnt jetzt hier Straßen ziehen, wie ihr das wollt und die Gebiete, die Grundstücke werden dann automatisch angelegt. Natürlich ist es nicht sehr effizient, gibt dann natürlich deutlich bessere oder effizientere Möglichkeiten, das alles so zu bauen. Aber ich habe mir das jetzt mal so vorgestellt. Moment mal, ich überlege gerade. Ich baue das jetzt erstmal. Hat wieder ein bisschen was gekostet. Genau, man kann noch. Na, ist egal, das eine Wohngebiet lassen wir mal so. Und zwar die Straßen nicht auf einspurig stellen. Achso, der Rest ist noch gesperrt, sehe ich gerade. Kann man dann später noch große Straßen wählen? Das würde ich auf jeden Fall machen, weil irgendwann kann der Verkehr halt wirklich so stark zunehmen, dass die Leute dann hier nicht mehr wirklich durchkommen. So, qualifizierte Arbeiter haben wir auch freigeschaltet. Auch da machen wir direkt noch ein Gebiet hier unten dran. Bauen wir auf, ja, ähnliche Weise, ist egal, pflanzen wir dahin. Und wir sehen, die Leute ziehen hier auch schon ein. Hier kommen immer Leute dazu. 46 sind es jetzt schon. Ihr könnt hier wirklich Millionen von Leute bekommen. Also gibt hier unwahrscheinlich viel, was man machen kann, was man auch an Statistiken erfährt. Hier sehen wir es hier zum Beispiel schon. Ich habe das Gebäude angeklickt und sofort kommt hier eine blaue Linie, wo derjenige arbeitet. Der arbeitet hier im Rathaus irgendwo. Und wir sehen jetzt auch beim Rathaus, der Beschäftigungsgrad ist grün. Wunderbar. Alles bestens, alles 100%. Und jetzt haben wir hier gerade eine neue Stufe erreicht, weil wir die ersten kleinen Sachen gebaut haben. So, nächste Stufe bei 2000 Einwohnern. Das geht alles nach Einwohnern. Und hier zum Beispiel die Spitzenkräfte werden ab 100.000 Einwohner freigeschaltet. Und die hohe Dichte der ungelernten Arbeiter benötigt schon 150.000. Also hier gibt es wirklich Sachen, die dann auch erst ab 500.000 Einwohner freigeschaltet werden.
ist wirklich viel, was man bauen kann und auch sollte. Was haben wir denn noch? Gucken wir doch mal. Industrie können wir jetzt auch bauen. Wir bauen aber erstmal was anderes und zwar den Einzelhandel. Die Leute, die brauchen natürlich auch was zum Einkaufen. Hier sehen wir es gerade, Einkaufsmöglichkeiten nicht zufriedenstellend. Deswegen könnten wir hier einfach ein bisschen was mit dran bauen. Sehen wir das? 3, 4 da oben. Und dann hier unten meinetwegen auch nochmal 3. Ja, 3 reichen mir jetzt. Wenn dann halt Gebäude gebaut, wo die Bevölkerung einkaufen gehen kann. Und natürlich müssen auch da Leute arbeiten. Ja. Hotels können wir auch bauen. Wir können ja mal ein Hotel bauen. Unterscheidet sich dann nochmal in Business- und Urlaubshotels. Wir nehmen mal ein Business-Hotel. Ach, da können wir schon zwei bauen. Ein kleines Hotel und das auch nochmal so ein kleines. Ja, wie heißt? Kommen wir jetzt nicht drauf. Ist egal. Wir nehmen mal das. Das sieht recht schick aus. Ach nee, Quatsch. Das ist ein kleines Luxushotel. Das können wir hier nicht hinbauen. Das können wir später mal probieren. Wir nehmen einfach mal das, wir setzen es mal neben das Technikwerk. Und da sehen wir, es braucht natürlich auch wieder qualifizierte Arbeiter und so weiter. Das kommt jetzt alles nach und nach dazu. Die Leute, die finden alleine die Arbeit. Und hier oben Steuern verdient das schon 182. Und auch so bekommen wir da ein bisschen Einnahmen durch. Denn hier links oben sehen wir es bei unserem Geld. Können wir das im Budget-Tab mal öffnen. Da sehen wir die Bilanz, unsere Einnahmen, unsere Ausgaben und so weiter. Ausgaben sind relativ hoch. Die Dienste kosten halt alle immer sehr viel Geld. Aber auch die Gewerbegebiete, die bringen uns natürlich auch Geld, ne? Halt. Die Steuern, die könnte anheben, die kann man ruhig ein bisschen höher machen. Erstmal auf 16%. Ruhig für alle. 25%, die Unternehmenssteuern, die sind schon alle sehr hoch. Am besten erstmal am Anfang so lassen, da kann man später, wenn man viele Bewohner oder Einwohner in der Stadt hat und viele Gewerbe und so weiter, kann man da ein bisschen rumspielen. So, hier sehen wir noch Ausgaben, gibt es da noch eine ganze Menge, kommt dazu Gesundheit, Bildung, Polizei, Brandschutz, Freizeit und so weiter. Das kennt ihr wahrscheinlich alles aus SimCity. Grundversorgung kommt auch noch dazu, Transportwesen, direkte Finanzausgaben, bla bla bla. Top 10, das kleine Motel, das bringt schon mal sehr gute Einnahmen. Darlehen und so weiter könnt ihr auch alles bekommen. Jetzt ist es so, wenn ich hier noch ein Hotel daneben setze, ist die Rentabilität dann wahrscheinlich nicht mehr so groß. Es würde sich dann erst wieder lohnen, wenn wir es weiter hier hinten vielleicht noch mal hinbauen. Können wir ja mal probieren. Wir probieren das mal. Ich setze jetzt hier einfach mal noch ein zweites Hotel hin, ob es sich überhaupt noch lohnt. Schauen wir mal. Jetzt arbeiten hier ungelernte Arbeiter, brauchen sie noch. Findet sich da noch jemand? Ja, hat sich noch jemand gefunden? Dieses Gebäude braucht ungelernte Arbeitskräfte. Da sehen wir schon, irgendwo herrscht da vielleicht auch Mangel. Und hier oben, seht ihr das? Diese kleine Uhr, die läuft immer mehr zu mit einfacher Geschwindigkeit. Und immer, wenn sich der Kreis hier einmal, jetzt speichert es kurz, ihr könnt da also bis auf fünffache Geschwindigkeit vorlaufen. Immer wenn der Kreis einmal rum ist, dann wird hier oben Geld abgezogen oder drauf gebucht. Na? So, jetzt genau ist es wieder runtergegangen. Wir gehen mal auf 1 runter, solange wie wir nicht im positiven Bereich mit unserer Bilanz sind. Da lassen wir das einfach mal auf 1. Und hier oben ist es dann noch so, neben der Einwohnerzahl können wir noch den Bevölkerungstab öffnen. Da sehen wir 63% der Einwohner sind ungelernte Arbeitskräfte, 36% qualifizierte Arbeitskräfte, Wohnraumbelegung 100%, das ist meistens sehr hoch, Einwanderungsrate 0%, freie Stellen haben wir noch 39% und Arbeitslosigkeit bei den qualifizierten Arbeitern ist bei 37%. Das ist ein wichtiger Tab. Den müsst ihr immer im Auge behalten, denn daran könnt ihr dann auch Sachen bauen. Wo jetzt zum Beispiel, hier haben wir es ja, die Industrie, Lebensmittelindustrie. Nee, warte mal. Büros. So, wir gehen mal auf Büros. Und zwar steht da, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, im Full HD könnt ihr das wahrscheinlich lesen, das kleine Fenster. Zahl benötigter Arbeitskräfte, steht nichts da. Qualifiziert allerdings. Qualifiziert und Mittel, also Mittel viel, was auch immer unter Mittel viel zu verstehen ist.
Das bedeutet, die 37% Arbeitslosigkeit bekämpfen wir jetzt einfach mal mit Bürogebäuden für, und ihr seht das auch, wenn ich das jetzt hier unten links ausgewählt habe, die rechteckige Struktur brauche ich das nur noch zu ziehen und der macht mir automatisch die Felder so, wie ich es brauche. Ja. Wir machen jetzt allerdings erstmal eins. Bauen wir mal hier hin, da kommen vier Bürokomplexe zusammen und wir sehen es dann gleich. Dann sinkt auch hier die Arbeitslosigkeit und die freien Stellen werden mehr. Daran kann man das dann gut auswiegen, dass nachher die Arbeitslosigkeit und die freien Stellen so um die, naja, weniger als 10 oder 5% oder teilweise klappt es auch halt einfach mit 0% zurechtkommen. Dann lieber immer ein paar mehr freie Stellen als Arbeitslosigkeit. So, wir sehen es gleich, die Arbeitslosigkeit müsste gleich auf 0 sinken. Denn hier entstehen dann immer mehr Bürogebäude und auch die bringen uns Geld ein. Das ist eine feine Sache. Wurde vor kurzem gegründet, braucht qualifizierte Arbeitskräfte. Die bekommt es auch. Jetzt haben wir nur noch 11% freie Stellen. Wir sehen, alle qualifizierten Arbeiter sind arbeiten, keiner mehr arbeitslos. Das heißt, wir könnten jetzt auch schon wieder noch mal ein paar Wohnungen bauen für qualifizierte Arbeitskräfte. Na, das ist eine feine Sache. Wenn er das an die Punkte bringt hier, da baut er automatisch euch eine Siedlung hin. Mit Rechtsklick könnt ihr die letzten gesetzten Punkte auch einfach wieder zurücknehmen. Das ist echt eine feine Sache. So, machen wir es doch einfach nochmal so. Und dann sehen wir, hier kommen dann wieder neue Einwohner dazu und auch wieder direkt neue Gebäudekomplexe werden gebaut. So, freie Stellen haben wir jetzt noch bei den ungelernten Arbeitern. Da können wir auch nochmal ein paar bauen. Und auch da dann wieder aufpassen. So, meinetwegen, dass das ausreicht. Genau, das Gebäude hat keine Angestellten, das ändert sich gleich. Jetzt sehen wir es, jetzt kommen wir ungelernte Arbeitskräfte hinzu. Dass natürlich auch das Gewerbe ausreicht, dass die Leute genügend Einkaufsmöglichkeiten haben. Dafür muss dann alles gesorgt sein. Hier oben sehen wir es, zugezogene Einwohner 128 in der letzten Runde. Kommt immer mehr dazu und jetzt machen wir auch schon ein bisschen Plus. Und so steigert sich das dann immer weiter rein, dass man immer mehr bauen muss und auch will. Ja, man treibt sich sozusagen auch selber an, dass hier wirklich massenhaft zu bauen gibt. Und so schlecht ist die Grafik auch nicht. Wie gesagt, man kann hier, gibt hier ein paar schöne Zoom-Stufen. Könnten, ach genau, Industrie. Industrie, ihr müsst natürlich auch auf die Umweltverschmutzung achten. Hier sehen wir es, ungelernte Arbeiter brauchen die. Wir können ja mal ein bisschen Industrie bauen, allerdings weiter draußen, wie gesagt, durch die Umweltverschmutzung. Und die Leute fahren dann auch bis hier raus, das ist kein Problem. Wir können dann später noch, gibt es dann auch Busse und schlag mich tot, U-Bahn glaube ich auch noch. Oder war das ein Addon? Ich weiß es nicht mehr. Gibt jedenfalls auch ein paar Transportmöglichkeiten. So, bauen wir hier mal eine kleine Stelle an. Mit den Büros stimmt etwas nicht. Hier oben bekommt man immer noch ein paar Hinweise. Die Büros arbeiten nicht gut, es gibt auch ein paar Probleme. Sieht doch alles gut aus, oder? Ja, das sieht gut aus. Und auch, genau, bei den Sachen gibt es natürlich auch mittlere Dichte, hohe Dichte und so weiter. Bei den Bürogebäuden oder bei der Industrie, da gibt es dann später, was gibt es denn hier noch? Wird uns jetzt gerade, ach ja, genau, das Produktionsgewerbe. Und die Hightech-Industrie, die bringt richtig Geld ein. Lebensmittelindustrie habe ich bisher noch nicht so großartig gebraucht, muss ich sagen. Und jetzt zeige ich euch mal noch was, was richtig geil ist. Ich habe ja schon die Zoom-Stufen erklärt. Weit raus und auch weit rein. Und dann, es geht aber noch weiter rein. Ihr könnt richtig durch eure Stadt laufen. Das ist eine geile Sache. Ihr könnt hier auch die Leute anklicken, dann lauft ihr mit denen rum. Das passiert automatisch. Ihr könnt dann auch weiter rauszoomen, das verfolgt dann mit der Kamera. Jetzt haben wir wieder einen Erfolg freigeschaltet. Mehr als 10 Wohnhäuser gebaut. Danke. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür die Punkte gut sind. Und dasselbe Spiel funktioniert natürlich auch mit Fahrzeugen. Finde ich jetzt hier nach 1 irgendwo. Halt, das war zu schnell gezoomt. Kein Fahrzeug unterwegs. Die laufen anscheinend alle zur Arbeit. Oder es kann sich einfach noch keiner ein Fahrzeug leisten. Nee, ist gerade noch keins unterwegs. Jedenfalls klappt es auch mit dem Fahrzeug. Ihr könnt hier überall reinzoomen, könnt hier überall durchgehen.
schön durch die Straßen. Wenn das noch eine richtig große Stadt ist mit vielen Wolkenkratzern und so weiter, dann sieht es auch richtig geil aus. So, drehen wir es wieder richtig rum. So ungefähr war's. Hier rechts haben wir noch ein paar Sachen, zum Beispiel die Bevölkerung. Allgemein wird wirklich viel, viel angezeigt. Die Klassen der Bevölkerung, ungelernte, qualifizierte Führungskräfte, Spitzenkräfte. Dann könnt ihr die auch nochmal einzeln auswählen. Die Zufriedenheit, öffentliche Dienste, Bildung, Feuerwehr, Brandschutz, alles mögliche, Arbeitsplätze. Was haben wir noch? Gewinn. Was gibt es denn? Fracht. Was haben wir denn hier noch? Passagiere haben wir noch nicht. Lebensumfeld gibt es auch noch. Das Lebensumfeld ist noch relativ gut, kann man später noch steigern. Sehenswürdigkeiten haben wir noch keine. Lärmbelästigung ist auch noch niedrig. Und Umweltschutz, Verschmutzung wird später dann bei der Industrie natürlich immer mehr. Ressourcen gibt es auch noch. Ölgebiete können wir uns anzeigen lassen. Da können wir dann später Öltürme bauen. Was haben wir noch? Grundwasser ist auch eine wichtige Sache. Haben wir hier schön am Fluss. Da gibt es auch eine Menge Nutzland. Dann die Straßenverbindung. Hier hinten haben wir schon eine. Was haben wir denn noch? Hafengebiete haben wir ja keins. Bodenrelief könnt euch alles Mögliche anzeigen. Tourismus ist hier nicht mit drin. Küstengebiete haben wir natürlich auch nicht. Und Transportwesen, U-Bahnlinien, genau, U-Bahnlinien. Busverkehr, Buslinien und der normale Verkehr. Ihr könnt euch hier unwahrscheinlich viel anzeigen lassen, ist echt eine nette Sache. Und es geht auf jeden Fall weiter. Ich muss jetzt erstmal gleich wieder ein bisschen Platz auf meiner Festplatte schaufeln, die ist gleich voll. Deswegen bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zusehen und haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao!